Ja. Was ist das jetzt? Ich wusste es. Du Kacknase. Rede! Oni-san, sugoi ne! Du bist echt super! Junge! Seikou shita nda ne! Du hast es geschafft! Was denn? Kyoro kyoro shite, dou shita no? Suchst du was? Ja, vielleicht einen Ausgang oder so, weiß ich nicht, irgendwie sowas in der Hinsicht, vielleicht. Moshikashite, koko ga unten-shitsu ni natteru tte omotta? Dachtest du etwa, hier sei schon der Führerraum? Leute, Junge, ich warne dich, ne? Ich schwöre es dir, ich weiß, wie man Papierkugeln matscht und die dann mit einem Strohhalm in deine Fresse schießt. Also eine falsche Bewegung. Du hast gesagt, ich sollte es machen, wie ich es gemacht habe. Und jetzt sagst du, ich bin noch nicht da? Wollen wir ein Scherz sein? Ein Scherz. Wusstest du nicht, dass es im Shinkansen auch noch die Green Cars gibt? Die sind quasi die erste Klasse. Weißt du, was auch gleich erste Klasse ist, mein Freund? Deine Wunden an deinem ganzen Körper. Du. Ich dachte, das wäre klar. Naja. International seid ihr hier nicht so, ne? Ihr geht einfach davon aus, dass jeder euer Land kennt und weiß, was hier abgeht, oder? Wisst ihr, wir wissen alles. Wir wissen alles. Willst du wissen, wie man jetzt zum Führerraum kommt? Nee. Also ich wollte eigentlich wissen. Also, nee, komm. それはね、グリーン車の向こうだよ. Natürlich durch die Green Cars. Oh, danke für die Hilfe. Vorhin habe ich hinter Waggon 0 gesagt. Da meinte ich Waggon 0 bei den Green Cars. Okay, und gut, vielleicht habe ich mich etwas unklar ausgedrückt, aber wie dem auch sei, jetzt ist es genau andersrum. Oh nein. Solltest du eine Anomalie bemerken, dann geh weiter, Junge, ich kann das nicht. Der polt mein ganzes Hirn um, weißt du, wie lange das dauert, bis mein Hirn umgepolt ist? Locker 2 Stunden. Wie soll ich das halt verstehen? Und wenn alles normal ist, dann geh wieder zurück. Ich sag euch, Leute, er ist der Strippenzieher. Der setzt sich dahin, macht Klodeckel runter und dann baut er sich aus Toilettenpapier, baut er sich Spielfiguren und dann macht er so Voodoo-Zauber. Und das, wir sind seine Toilettenspielfigur. Das ist es. Wenn du 3 Fehler machst, kommt der Geist dich holen? Der Geist. Der Geist. Drück mal alles, was du hast, bitte. Aber nicht so fest und platze den Kopf. Nee. Also, Oni-san, weißt du, ich frage mich, wieso wir hier sind. Jetzt kommt er wieder mit der deepen Story-Scheiße, weißt du? Jetzt will er sich wieder einschleimen. Nachher werde ich wieder ausgelacht, wenn ich das geschafft habe. Findest du das nicht auch voll seltsam? Ich wüsste nicht, was hier seltsam ist. Ich habe heute eine Frau als Sitz verkleidet gesehen, also ich glaube, es ist alles da. Es ist. Ja, kinishinaide. Ja, okay. Konzentrieren wir uns erstmal darauf, das Spiel zu schaffen. Ja, natürlich, das ist die Mission die ganze Zeit. Wir sehen uns. Ja, ja, klar. Mach die Tür zu. Dankeschön. Okay, nochmal zum Mitschreiben. Leute, sollte uns eine Anomalie auffallen, gehen wir weiter. Nee. Doch. Scheiße! Wir gehen weiter. Wenn wir eine Anomalie finden, gehen wir weiter. So. Sollten wir keine Anomalie finden, drehen wir um. Okay? Habt es gemerkt? Dankeschön. Gut. Ich hab's auch wieder vergessen. Oh nein. Warte mal. Aber ist das jetzt der Original Room, Alter? Ist das jetzt der... Ich nehme alles. Der Speisewagen. Gleis 439/4. Okay, Ruhe. Wir haben was zu verlieren, Leute. Wenn wir verkacken 3-mal, kommt uns der Geist fressen. Das ist halt das Problem. Ich gehe mal davon aus, das ist der originale
Der originale Zugabteil, oder? Oh mein Gott. Wir müssen uns bestimmt merken, was die Tolle auf ihren Wagen drauf hat. Stehen bleiben. Ich sagte... Besser ist das. Ich inspiziere jetzt. Ja, das ist ein Sandwich aus Ratten? Berliner? Keine Ahnung. Also wenn die jetzt von mir verlangen, ne, dass ich mir merke, was da drauf ist, dann ist RIP. Dann können wir es vergessen. Okay, wir speichern uns diese Sitze ein. Wir gucken links, wir gucken rechts und wir scannen alles genau ab, was wir sehen, okay? Wir gucken sogar, was sie auf ihrem Monitor drauf hat. Okay, ist eingespeichert. 16. 16D sitzt sie. D ist, glaube ich, am Fenster, oder? Oder ist das andere rum? Egal. 16. Hier geht das Licht aus. Hi. Nice Auge. Habe ich noch nie gesehen, diese Augenfarbe. Ist wirklich toll. Sieht super aus. Warum nur auf einer Seite? Bö. Stellt euch vor, ihr sitzt im Zug, dreht euch um in so einer Nachtfahrt und dann sitzt da so ein Dude, der einfach einen Laserpointer im Auge drin hat. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das feiern würde, ne? Soll ich Ihnen helfen, Sir? Brauchen Sie Hilfe, Sir? Kann man die ansprechen? Man kann nicht mit denen reden, ne? Okay, das heißt, wir haben keine Anomalie, das heißt, wir gehen jetzt zurück, richtig? Weil wie sollen wir auch eine Anomalie haben, wenn wir das erste Mal diesen Raum hier betreten? Das macht ja gar keinen Sinn. Tschüss. Wollen Sie mit, oder? Nee? Ich nicht. Wer nicht will, der hat schon, Leute, ne? Was sollen wir sagen? Das ist halt so. Das ist, wenn da nicht jedem irgendwie hinterherjagen. Okay, der hat sich jetzt hingesetzt. Jetzt kommt die wieder reingefahren. Wir sind bei der 7. Drehe um, wenn es keine Anomalie gibt. Warum steht die aber wieder 7? PC-Uschi? Laserpointer-Check? Harry Potter Getränkewagen? Grüner Laserpointer? Also, eigentlich... Eigentlich alles cool, oder nicht? Das heißt, wir laufen wieder... warte mal. Wir laufen wieder in diese Richtung. Ey, das Spiel will einfach einen verarschen. Wir wissen dann nicht mal, ob wir gerade den ersten Fehler schon gemacht haben. Wir müssen auch hier wieder Wagen 0 erreichen, ne? Okay, oh, oh, okay, 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 okay. Auf einmal Flugzeug geworden. Leute. Leute, ich glaube, irgendjemand hat hier eine Stinkbombe gezündet. Bin mir nicht sicher. Irgendjemand hat hier die Nebelmaschine angemacht. Also wir haben jetzt eine Anomalie offensichtlich, das heißt, wir gehen geradeaus, ja? Nur damit wir das richtig einprogrammieren. Das ist. Glaube ich. Ah! Warte mal, sind sie nicht? Ich bin ein Riesenfan, kann ich bitte ein Foto bekommen? Hallo? Ihr habt mich angerührt! Der Bingo-Zettel kommt, alles gut. Alles gut. Kann ich Ihnen helfen? Okay, Sie haben Ihre Katze verloren. Wo ist sie entlaufen? Anushi. Ingenko? Ob ich ein Mensch bin? Ich bin eine Gottheit. Ich weiß, das verstehen Sie wahrscheinlich nicht, aber... Ja, ich bin ein Mensch. Also, zumindest würde ich mich so definieren jetzt. Also, ich weiß es nicht. Jetzt müssen wir ja auch noch Wer wird Millionär machen, oder was? Hä? Natürlich bin ich das. Na klar.
Wangahayo damaskoto wa fukano. Können Sie nicht täuschen, okay? Onushi wa suzuki. Ja, ich weiß, jetzt ein bisschen aufgeplustert, das liegt aber nur daran, damit wir ein bisschen flexen können, ja? Das ist, also ist Absicht. Das ist... Die sind nicht der Erste, der so eine rollige Reaktion zeigt. Also ich bin das gewohnt, deswegen, das ist... Hindana. Was denn? Was ist denn so problematisch an einem scheiß Anzug, bitte? Das... Hokato wa chigou yo jana. Sie sind nicht so wie die anderen. Sore dake wa wakaru. Ja, das haben wir gesehen, ja. Das, also ich habe keinen Laserpointer in der Fresse, ich habe keinen Laptop dabei, ich habe rosa Kopfhörer, das ist es. Ist das das Komische? Das hat man schon öfter, das Thema. Shite wakamono yo. Dore kurai koko ni iru no da? Wie lange sind wir schon hier? Ich würde mal sagen, seit mindestens 10 Waggons, oder? Ich weiß es nicht. Ich schweige. Lesche no naka de dareka ni atta ka? Wir haben jemanden, also ich glaube, er ist der zweite Mensch, erst der mit uns spricht, ne? Eine Frau in Alltagskleidung, ein Jungen mit einem Kapuzenpulli. Sore wa ii koto kamoshiren. Ich denke, das ist eine gute Sache. Warum? Wangahai no sugureta kansatsugan to. Dank meiner ausgezeichneten Beobachtungsgabe. Jinsei 84 nen no keiken kara iwasete morau to. Und meiner 84 Jahre Erfahrung. Warum hat das jetzt so lange gedauert? Weil ich verstehe das nicht. Die sprechen einen Satz aus, ja, der geht übelst lang, der sagt gefühlt 2 Buchstaben. Dann spricht er 2 Wörter und haut ein Diktat hinterher. Ich check das immer nicht. Das ist. Okay, ja? Koko ni iru hotondo no hito wa jissai no ningen de wa nai yo da. Kann ich Ihnen sagen, dass die meisten Leute hier keine richtigen Menschen sind? Aber Sie sind einer, oder? Also. Hanashi kaketemo hanno wa shimesu koto wa nai. Diese Leute reagieren nicht mal, wenn man sie anspricht. Das erklärt einiges, tatsächlich. Malude. Fast als wären sie... stumm? Roboto no yō da. Der Laserpointer! Roboter. Wangahai wa ningen wo mireba wakaru. Aber Moment mal, Opa, woher soll ich denn wissen, dass sie kein Roboter sind? Zumari wangahai no ketsurun wa... Daraus kann ich eines schließen. Suits no hito wa shinyou suru na. Trauen Sie niemandem, der einen Anzug trägt. Aber was soll ich machen gegen die? Ich kann die ja nicht rauswerfen. Das ist also wie, hä? So da na. Noch was. Geil. Ich hab gemerkt, sie hatten Sauerkraut am Morgen, ja? Lecker, schön. Kriegt das die Verdauung an, oder was ist das? Okay, Kartoffelmann auch dabei. Und Braten, geil. Lassen Sie mich etwas schlafen, ja? Denn ich weiß ja nicht, wie Sie das verstehen, ne? Aber ich finde das schön, dass wir uns unterhalten, aber wenn Sie doch müde sind, dann... Sono mai ni wangoi. Ich glaube, der fällt gleich um. Also, ich glaube, haben Sie eine Pille eingeworfen, Opa? War die blau? War... Ich hab mir sagen lassen, im Zug sollte man das nicht tun. Das... Schöne Herrlein, klasse. Und, wow. Ich will auch im Stehen einschlafen können. Wie geil ist das denn, wenn man im Stehen einfach pennen kann, hä? Guck mal, den kannst du überall reinstellen, im Schrank. Der kann überall stehen, der hat nie Probleme. Lass den mal in eine Economy rein, in eine im Flugzeug. Der hat der Time of your Life. Hä? Wollen Sie nicht lieber auf die Toilette gehen vielleicht? Also in der Zeit. Das ist, hä? Okay. Ich glaube, wir machen... Ich glaube, wir machen weiter. Ich glaube, besser ist das. Also wir sollen... Guck mal, der Typ setzt sich immer hin, ne? Wir sollen niemandem im Anzug vertrauen, aber warum? Wieso? Okay, wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir uns auch konzentrieren müssen, ne? Die Frau mit dem Laptop ist da. Laserpoint Johnny auf der linken Seite. Hat der einen Anzug an? Entschuldigung, haben Sie einen Anzug an? Ach du Scheiße! Sie sind sass! Warte mal kurz.
Ey, stellt euch vor, darauf verändert sich einfach irgendwas. Wie scheiße wäre das? Ich würde mir das... Also, ich könnte das ja auch... Ich könnte dem Spiel das zutrauen. Guten Tag, Sir. Bitte nehmen Sie Ihren reservierten Platz ein. Ihre Sitznummer lautet 7. Oh nein. Dann setzen wir uns mal hin, ne? Ah! Junge, der kommt einfach mit Stelzen hier rein. Was ist das denn? Ist das immer so in solchen Zügen? Ist das normal? Wundern Sie sich nicht, da pennt ein Opa, ne? Also. Hä? Lautet 7. Kann ich mich denn jetzt... Kann mich aber nicht da reinsetzen. Ihre Sitznummer lautet 7? Bitte nehmen Sie Ihren reservierten Platz ein. Ja, okay, aber... Zählt das jetzt an Anomalie? Ich weiß es nicht. Wir laufen geradeaus. Das heißt, wir tun jetzt mal so, als hätten wir eine Anomalie gesehen, richtig? Opa ist weg. Bitte lass es eine 4 sein. Ja! Okay, warum steht der jetzt? Wir haben bisher keinen Fehler gemacht, okay, oder? Nee, wir haben keinen Fehler gemacht. Wir sind noch bei 0. Aber warum steht der Anzugträger jetzt, wo der Opa uns gerade noch gesagt hat, dass wir denen nicht vertrauen sollen? Können Sie sich bitte... Ist das jetzt eine Anomalie? Weil er setzt sich ja normalerweise im... Gut, also ich glaube, das hat sich dann auch erledigt, ne? Sir? Ist das jetzt ein Angebot oder was? Das... Ach, der guckt mich an. Ach, das ist ja nett. Das ist ja... Lieb. Gewettet! Der Opa hat recht! Wir sollten ihm vertrauen! Wir brauchen einen Namen für ihn, damit wir ihm vertrauen können. Der Opa heißt... Der Opa heißt... Lutz. Es ist ein Lutz. Nee, ist ein Lutz. Tut mir leid. Das ist... Oh, das ist, glaube ich, der Ab... Das ist der Abteil von Julia. Das ist... Hat jemand geheiratet? Hallo? Ui. Schön. Also ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, Leute. Ich will jetzt auch nicht spoilern, aber das war vorher nicht da, ja. Ich weiß, ist schwer zu sehen. Ich würde jetzt weitergehen, ja, weil wir haben dadurch natürlich jetzt eine Anomalie. Ich weiß doch nicht... Oh, nee. Oh, nee, bitte nicht. Der geht mir auf den Sack. Ist das der gleiche? Nee. Hey, was denn? Wenn du mir jetzt erzählst, dass du aus Versehen hier 24.000 Blüten gepflanzt hast, ne? Glaubst du, wir kommen lebend hier raus? Ich habe mir da bisher noch nicht so Gedanken drüber gemacht, weil ich hatte irgendwie andere Sachen zu tun gefühlt. Also, denk an deine Schwester. Schlafe für immer. Vergiss deine Schwester nicht, wir müssen kämpfen, Junge. Ja, scheint ihn echt motiviert zu haben. Das ist, also ich fühle mich auch echt wirklich wiederbelebt jetzt gerade. Das ist der Wahnsinn. Hallo. Ja, das passiert halt irgendwann, wenn man seinen Koffer nicht erreicht, ne? Dann schlägst du halt Wurzeln. Ich weiß nicht, wie ihr das schafft, aus diesem Stream zu gehen, ohne Bauchschmerzen vor Lachen, ne? Ich weiß es nicht.
Warte mal, wir müssen weitergehen. Wir müssen weitergehen, natürlich, klar. Wir müssen weitergehen. Stopp. Wir gehen weiter. Hallo? Ja, alles safe. Der Mann ist weg. Wieso ist der Mann weg? Ich meine, der ist mir gerade hinterhergerannt, aber zählt das jetzt als Anomalie? Ich meine, warte mal, der eine Dude ist auch weg. Wir müssen einfach nur geradeaus. Warte mal. Bob. Mann mit Laserpointer? Ey! Stopp! Warte mal, was passiert denn hier? Der Boden ist Lava! Warte, was? Warte, stopp! Ich wollte ein Angebot nehmen! Ah! Ey, diese Züge mögen ja schnell sein, ne? Aber ich weiß nicht, ob das Innere dieser Züge mein Herz aushalten würde. Also, ich fühle mich hier nicht wohl. So, er setzt sich hin. Oh, warte mal, wir müssen aufpassen. Das ist die 1. Wir haben bisher nicht einen Fehler gemacht, oder? Also, glaube ich. Wir werden sowieso verarscht, Leute. Der Junge wird uns... Der wird uns scammen. Sie kenne ich. Drecksau. Okay, ist jetzt so die Frage, haben wir hier eine Anomalie oder haben wir sie nicht? Weil es sieht gerade... Alles wie immer! Normale Zugfahrt! Deswegen sollte man so spät niemals Zug fahren, Chat. Das ist halt das Ding, ne? Das ist halt... Was ist denn hier los? Ich gehe da nicht hin. Wir laufen leider. Scheiß drauf. Lass mich... Keine Anomalie! Wer nimmt denn eine Tür mit in den Zug? Ich meine, vielleicht kennen sie sich gut. Vielleicht sind sie gut befreundet. Wir dürfen da nicht judgen, Leute. Das ist halt so, ne? Okay, null. Die Null. Ich frage mich tatsächlich, ob dieses Schillers Arzt, dieses Spiel, ich meine, es gibt ja mehrere Episoden, ne? Es ist immer was anderes. Aber macht es sich ein bisschen lustig über die Exit-Spiele da, die was wir gespielt haben? So, weiß nicht, weil das ist ja schon sehr obvious, oder? Also, wir haben gelernt, bei Schillers Arzt sollten wir nichts in Frage stellen. Und ich glaube, das sollten wir jetzt auch nicht machen. Wir sollten das einfach hinter uns bringen und dann sollten wir einfach sagen, jo, war eine schöne Reise. Oder? Glaube ich. Wir haben keine... Warte mal. Wir haben keine Anomalie. Das heißt, wir gehen zurück. Oder nicht? Er gönnt sich hier den Koffer. Der alte Cam. Ey, warte mal, das ist wirklich Cam. Einfach Japaner Cam. Ist das schon rassistisch, wenn ich sage Japaner Cam? Ich glaube, das nehme ich zurück. Ich distanziere mich. War nicht so gemeint. Ich wollte nicht in diese Richtung gehen. Wir drehen um. Wir drehen um. Es ist keine Anomalie zu spüren, oder? Wir können nach Hause gehen. Wir gehen... Ich trau mich nicht! Darf ich nach Hause? Ich gehe jetzt einfach, komm, wir sind mutig. Opa, wir sind frei. Ich glaube, das mit dem Frei, das nehmen wir nochmal. Wir verlegen das ein bisschen, ja? Fehler 1. Ja, danke, dass du mich nochmal dran erinnerst! Guten Tag. Wo war. Stopp! Stopp, das Schild ist neu! Leute, ich schwöre euch, das sind andere Sachen. Hier, guckt doch! Conductus Bullshit. Undercooked Flash.
inedible sapiens fake resource utter lack of co- Ich brauche mich da nicht mehr drauf fokussieren. Was eine Scheiße. Einfach Hirnshakes. Was ist ein Kontakter? Was ist das? Hab ich gerade nicht im Kopf. Warum kommt dieser Call? Ich meine, wir haben's doch. Wir sind doch bei der 6, oder nicht? Ah, Schaffner. Okay, danke. Danke, Chat. Ihr seid so gebildet, ne? Ich habe so großen Respekt vor euch. Seid Wahnsinn. Warte mal. Die Frau? Nee, die Frau ist da. Oh mein Gott. Ey, ich weiß nicht, was jetzt gerade die Anomalie gewesen ist in dem letzten Zug. Guten Tag. So, auf den müssen wir aufpassen. Aber ich glaube, der rennt mir nur hinterher, wenn er steht, oder? Okay, es fehlt der Essenswagen. Das heißt, wir gehen weiter. Ja. Wir gehen weiter.